So, ihr lieben Medizinbegeisterten, und heute kümmern wir uns um den Rhesusfaktor. Wir haben ja gesagt, es gibt dieses AB0-Blutgruppensystem, das ist mal das Wichtigste. Und das Zweitwichtigste ist der Rhesusfaktor und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Und auch die Besonderheit bei schwangeren Frauen, wenn es zur zweiten Geburt eines Kindes kommt, dann muss man was beachten. Nun gut, ihr Lieben, dann gucken wir mal drauf, was ist der Rhesusfaktor, und der hat seinen Namen von dem Rhesusaffen, mit dessen Serum zum ersten Mal im Labor Tests durchgeführt worden sind. Der Rhesusfaktor ist auch wie die A- und B-Antigene ein Antigen, und das zeige ich euch jetzt hier gleich nebendran. Also, sind Antigene, die auch auf den Erythrozyten drauf sind, und wenn jemand Rhesus-positiv ist, dann heißt es ja, er hat die Antigene, und Rhesus-negativ ist so ein bisschen wie Blutgruppe 0, das seht ihr ja auch, da sind keine Antigene. Bitte lasst euch jetzt nicht von diesen Y-förmigen Antikörpern verwirren, die ich euch in den anderen Videos gezeigt habe. In diesem Fall ist jetzt das Antigen Y-förmig, davon können wir abstrahieren. Denn es sitzt ja auf dem Erythrozyten obendrauf, und dann ist es klar, dass das ein Antigen ist. Also nochmals, Rhesus-positiv ist mit Antigen und Rhesus-negativ ist ohne Antigen. Und ich blende euch noch die Blutkonserve ein, und dann seht ihr schon, da steht RH plus, und eine andere Abkürzung ist ein großes D. Plus oder D-positiv, seht ihr hier auch auf der Konserve. Also das sind die Rhesusmerkmale. Ich transfundiere immer positiv für positiv und negativ für negativ. 17% aller Mitteleuropäer sind negativ, und es gibt wenig negative Konserven. Im Notfall kann ich auch mal eine Positivkonserve einem Patienten geben, aber grundsätzlich sollte man das lieber unterlassen. So, dann kommen wir noch mal zu den Schwangerschaften. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt eine rhesus-negative Mutter habe und das Kind hat aber vom Vater positiv geerbt, was passiert dann? Die Mutter erkennt, ah, bei der Geburt, wenn sich das Blut auch so ein bisschen durchmischt, erkennt die Mutter, ah, das kenne ich nicht. Dieses Rhesus-Positive kenne ich nicht, und was macht unser Körper, wie bei Viren, Bakterien und anderen Sachen auch? Er produziert Antikörper. Wenn wir jetzt nur ein Kind kriegen, ist es nicht weiter schlimm, aber beim zweiten Kind merken sich diese Antikörper, also die bleiben im Blut, die merken sich jetzt, dass sie tätig werden können. Und wenn jetzt die rhesus-negative Mutter jetzt ein rhesus-positives Kind kriegt, dann über die Nabelschnur, Antikörper sind ganz klitzeklein, können diese Antikörper zu dem Kind durchdringen und auch wieder für Reaktionen und Verklumpungen im Blut führen, sodass die Frucht abstirbt. Und deswegen, wenn jetzt eine Mutter, die negativ ist, ein positives Kind zur Welt gebracht hat. Jetzt müssen wir das wissen. Es braucht so ungefähr 2 Wochen, bis die Mutter Antikörper gebildet hat. Und jetzt machen wir einen Trick. Wir machen diese Anti-D-Prophylaxe. Wir schenken der Mutter einfach schon Antikörper in Form einer Spritze. So, dann denkt der Körper, ha, okay, da sind jetzt diese Antigene. Antikörper habe ich schon. Gut, alles bestens. Und der Körper bildet keine eigenen Antikörper. Und eigene Antikörper, die können jahrelang persistieren. Geschenkte Antikörper sind so nach 6 Wochen wieder kaputt. So, und jetzt, wenn ich also der Mutter Antikörper schenke, dann denkt der Körper, okay, alles in Ordnung, muss ich jetzt nichts machen. Und dann werden keine Antikörper gegen Rhesus positiv gebildet. Und wenn das zweite Kind jetzt positiv ist, dann ist die Sache wieder okay. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich. Im Zweifelsfall guckt es einfach nochmal an oder stellt mir nochmal Fragen unten bei den Kommentaren. Ihr könnt es auch gerne nochmal in meinem Büchlein nachlesen. Das ist auch unten verlinkt.
Und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Vielleicht mal der Sinn und Unsinn zu wissen, welche Blutgruppe ich habe. Und es gibt ja so Leute, die machen sich so eine Kette, so wie meine hier, und dann steht da aber drauf, ich bin AB positiv oder irgendwie sowas. Macht das Sinn, sich so zu testen und sich so eine Kette zuzulegen? Das besprechen wir mal im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.